Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es ein Unboxing und zwar von einem Playmobil-Fahrzeug, wo ich echt überrascht war, als es angekündigt worden ist. Eine US-amerikanische Ambulanz. Die Nummer 70936, frisch erschienen, kam gerade raus. Kostet ungefähr 60 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung liegt höher. Ich habe es für knapp 60 bekommen. Ein stolzer Preis. Dazu noch die, hier sieht man's, die Tower Ladder. Die habe ich dann noch 10 Euro mehr bezahlt. Kostet aber UVP auch etwas mehr. Sind heftige Preise. Mal gucken, ob die Modelle dann aber auch das wert sind. So, ja, schauen wir uns an, wie der Karton aussieht. Aha. Okay. Biker hatte Unfall, ist wohl gestürzt. Was macht er denn? Zeitungen austragen und Briefe. Naja, vielleicht ist er so eine Art Briefträger oder hat es geklaut und ist auf der Flucht vor der Polizei gestürzt. Trägt so ein Hawaii-Hemd. Ich dachte, das sei jetzt außer Mode gekommen. Ja. Hier wird er gleich versorgt. Oh, 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 was hat denn die da? Eine Pinzette in der Hand. Die braucht zuerst Versorgung, eine Pinzette. Na, vielleicht hat er ja irgendwelche Splitter sich eingefangen. Da hat er schon die Infusion liegen. Liegt auf der Trage, Notfallkoffer. Hier wird eingetragen. Also die Dokumentation, die medizinische. Hier ist der Kollege mit dem Basecap. Und da haben wir dann nochmal einen Notfallkoffer. Da haben wir also die Ambulanz. Sie hat eine seitliche Schiebetüre. Hier oben sind die typisch amerikanischen Lichter. Ich hoffe, dass die auch alle funktionieren, dass das eine schöne Lichtorgel dann gibt, so wie in echt auch. Ich hoffe, da wird Playmobil mich nicht so enttäuschen wie mit dem Raumschiff Enterprise. Ja, hier oben, man kann das Dach abnehmen, um halt da drin die Patientenversorgung nachzuspielen. Das Dach vom Fahrerhaus kann man auch abnehmen. So, da haben wir nichts Interessantes. Ja, so, Rückseite. Ich brauche 3 Batterien des Typs AAA. Und hier brauche ich auch nochmal 3 Batterien. Ne, hier eine Batterie vom Typ AAA und 3 vom Typ AA. So, hier im Dunkeln sieht man nochmal ein bisschen. Die Beleuchtungen innen drin hat wahrscheinlich keine richtige Innenbeleuchtung, so wie man das kennt von dem Mystery Machine von Scooby-Doo. Ist hier einfach mal eine Sache beleuchtet. Das gibt natürlich dann kein richtiges Licht. Ja, die macht Iu. Na, hoffentlich klingt es auch besser als Iu. Gut, in allen möglichen Sprachen haben wir da noch Hinweise. Na, dann wollen wir den Karton mal öffnen. So, dann lasst uns schauen, was hier in dieser Box ist. Okay, hier haben wir also den Ambulanzkorpus, das Grundmodell, etwas verschmutzt. Okay, muss man noch ein bisschen sauber machen nachher vielleicht. Ja, zum Deppen gibt es leider nichts, es ist also, um wieder auf das Raumschiff Enterprise zurückzukommen, eine Aufkleberflut, die wird es also hier nicht geben, denn diese Sachen hier sind bereits schon alle aufgedruckt. Für meinen Umbau ist es natürlich ein bisschen schwieriger deswegen. Ich muss also alle Aufdrucke erstmal aufwendig und mit Krafteinsatz mit einem Mittel entfernen. Das Mittel ist auch nicht so billig. Da habe ich mir das nun etwas anders vorgestellt, aber gut. Es wird machbar sein. Gut, alles ist hier auch nicht zu öffnen. Also das hier ist auch nur angegossen.
Ja, schade eigentlich. So, hier haben wir dann die Schiebetür, die Bauanleitung, die Elektronik. Ah, da gibt es dann doch noch ein paar Aufkleber. Ja, was haben wir denn hier? Ah, Zubehör, Leitkegel, die Trage, Feuerlöscher, Verband. Und noch so ein paar Sachen. Die Räder, Batteriekasten. Dem Dach, die Figuren. Meine Güte, hat der ein hübsches Hemd an. Hm? Ja, und hier auch noch ein paar Teile. Kabinendach, ja, hier, zweiter Batteriekasten, auch nochmal Tragengestell und im Innen das andere Teil, wo beleuchtet ist. Tja, da würde ich doch sagen, warten wir nicht lange, bauen wir die Ambulanz zusammen. Also ich will sehen, wie sie fertig ist und blinkt und blitzt und heult. An Hilfsmitteln benötigen wir einen Kreuzschlitz. Ich habe jetzt hier einen PZ1 genommen. Die Schraube, die hier verarbeitet ist, hat allerdings nicht so das typische Kreuzschlitz-Aussehen, so wie hier, sondern ein etwas anderes Aussehen. Also ich frage mich, wie da Playmobil immer wieder auf die Idee kommt, irgendwas nicht so Gängiges zu verarbeiten. Also, naja. Gut, Kreuzschlitz. Eine Schere. Ich bin hier auf dem Dachboden, wo es unerträglich heiß ist. Draußen hat es 30 Grad mit einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit und hier auf dem Dachboden hat es natürlich noch viel mehr. Ja, eine Bastelschere habe ich hier gefunden, mit der ich normalerweise hier meine Dioramen baue. Habe ich auch schon lange nicht mehr getan. Da tut man jetzt die Tüten einfach aufschneiden. Und dann holen wir die Sachen mal raus, legen wir hier zur Seite. Und so. Da haben wir die Hecktüren. Das dürfte. Ja, genau, das ist für hier unten. Da haben wir also auch so einen Gerätekasten. Und dann haben wir hier die Beatmungsgerät und Einstellen. Und da haben wir dann dieselbe Schraube. Da kommt die kleine Batterie rein. Richtig, Triple A. Ein paar Blinkies. Ein Asiate, eine Afroamerikanerin, wenn wir jetzt denken, das wäre jetzt in den USA. Und einen coolen weißen Typ mit seinem schicken Hawaii-Hemd. Sein. Sieht jetzt irgendwie aus wie ein Kinderfahrer. Naja, okay. Ja. Handquetsche. Da haben wir was zum Draufkleben. Fahrradhelm. Lenkrad, Cabby, sie hat nur keine Kopfbedeckung. Da haben wir noch ein paar Uhren, eine Zeitung, die Briefe und die Umhängetasche. Und da haben wir auch nochmal Briefe. Und zwar Briefe einmal in gebleichtem Papier, umweltschädlich. Hier Recyclingpapier in braun, umweltfreundlich. Wer auch immer das jetzt hören möchte. So, der Bauplan. Jetzt kommen die dicken, fetten Reifen. Die Mobil hat hier also schon was getan bezüglich dem Thema Umweltschutz. Sie haben hier jetzt, finde ich jetzt, ich habe jetzt die erste Plastiktüte überhaupt in der Hand. Aus dieser Packung sehe ich das erste Mal, und zwar schreiben die hier hin 100%
recyceltes Plastik. So, das klingt gut und das ist auch vernünftig. Es könnten aber auch Papiertüten sein, für das natürlich dann Bäume sterben müssten, aber man kann das Papier recyceln, das funktioniert wunderbar. Also, ja, ich denke mal, das ist eigentlich so das Positivste, was ich jetzt hier aus dieser Packung herausgezogen habe zu diesem Thema, über das ich eigentlich natürlich hier gar nicht reden wollte, aber da kommt man ja zurzeit so oder so nicht drum rum. Alles sehr traurig momentan. Deshalb finde ich, ist natürlich so ein Hobby auch eine willkommene Abwechslung, um einfach etwas Ablenkung zu finden von diesen ganzen schrecklichen Dingen, die geschehen. Ja, das sind die Tragenteile. Notfallkoffer, Taschenlampe, die Kegel, Feuerlöscher fertig bedruckt. Das gehört zum Infusionsbesteck. Das sehen wir dann noch. Das gehört dann auch zur Trage, das Kopfteil. Infusionsständer, nochmal ein Koffer. So, dann haben wir noch eins. So, Aufkleber auf Schwäbisch Bäber. Nochmal Bepper. So, das ist zum mit Tesafilm festgemacht. Da haben wir Infusionsbesteck, dann auf der Trage zum Festgurt vom Patient und noch ein paar andere Sachen. Das dürften Manschette sein. Da haben wir nochmal Pflaster zum Aufkleben. Notfallbesteck. Gut, ein Messer ist jetzt eher nicht, das soll dann wohl ein Skalpell sein, brauche ich an der Notfallstelle eher seltener. Pinzette, ja, eine Schere, Kleiderschere, ganz wichtig, und eine Spritze. Ich persönlich habe einen sehr direkten Bezug zu dieser ganzen Materie Notfallmedizin, denn ich war auch ehrenamtlich im Rettungsdienst tätig, habe Medizin studiert, leider nicht ganz fertig bekommen durch eine Latexallergie, das ist schon sehr lange her. Und die Notfallmedizin, das war immer schon ein ganz, ganz großes Faible von mir und habe deshalb auch bei einem Auslandseinsatz Begleitung in New York, damals beim städtischen Rettungsdienst, der ja heute voll in die Feuerwehr integriert ist, damals war er eigenständig, bin ich da ein paar Mal mitgefahren. So, das sind die Kopfstützen. Ach nee, das sind die Außenspiegel. So, dann haben wir alles ausgepackt. Dann sind wir ja bereit für den Bauplan. Eine Sache habe ich ja ganz übersehen. Das ist auch vollkommen neu bei Playmobil, wenigstens jetzt für mich. Die Tüten sind nummeriert. Hier am Anfang von der Aufbauanleitung steht es auch. Damit der Aufbau jetzt in Zukunft leichter wird, kann man jetzt im Prinzip Schritt für Schritt die Tütennummern dann aufmachen. Ich gehe nach der alten Methode vor, alles raus, dann habe ich es vor mir und es müsste ja dann auch klappen wie eh und je. Gut, ja dann, jetzt können wir das schon mal hier zusammenbauen. Käppi auf. Uhr an. Der ist fertig. Sie hat wohl keine Uhr. Das wäre jetzt die Tüte 1 gewesen. Jetzt kommt unser Biker. Na dann, kriegt seinen Helm auf. Ja, der hat jetzt auch keine Uhr. Ach, was soll der Geiz? Dann tun wir die Uhr dann ihr geben. So, was haben wir denn hier? Haben wir die Tasche. Da können wir dann die Briefe reintun. Und noch die Zeitung.
Und dann hat er noch so eine schöne verwaschene Jeans, ne? Ja. Handsprechfunkgerät haben wir. Genau, dann haben wir hier noch das Board. Das ist das hier. Oha, jetzt kommen schon die Aufkleber dran. Weil ich das Modell ja eigentlich umbauen möchte, lasse ich diese Aufkleber jetzt einfach mal weg. Leider jetzt für euch. Ja, dann kommen wir zum nächsten. Okay. Muss man den Tesafilm hier irgendwie wegkriegen. Tja, mit einem kleinen Gummi wäre es doch auch gegangen. Nein, da braucht man dann wieder was zum Friemeln. So, also ich brauche das rote Schläuchle und das weiße. Dann haben wir hier noch ein Ersatzinfusionsbesteck. Ja, also, einmal Manschette, orange, kommt hier auf das kleinere Ende, so, fertig, rot, ja, haben wir da nochmal so ein kleines oranges, nein, ach so, da haben wir ein großes und ein kleines, naja, also gut, dann machen wir es ganz richtig. Das Große kommt hier an das Durchsichtige und an das Rote kommt das Kleine. So, dann haben wir hier die Außenspiegel, die können wir dann an das Fahrzeug gleich montieren. Schauen wir mal hin. Haben wir also hier eine breitere Auflagefläche und hier oben so ein Zapfen beim Seitenspiegel. Hier oben haben wir das Löchle, hier haben wir die breitere Fläche. Da haben wir auch eine Nase drin. Hier haben wir eine Furche oder eine Nut. Jetzt können wir den Außenspiegel da reinsetzen. Das ist mal wieder nichts für Kinder gedacht. Da muss wieder ein Erwachsener mit viel Kraft das reinstecken. Ja, hier genauso. Ich hoffe, ich kriege es dann zum Umbau auch wieder schön und einfach raus. Es hebt gar nicht. Super Sache. So, jetzt hat es geklackt. Das ist ja bei Playmobil auch immer ganz wichtig, dass das Klacken kommt. Dann weißt du, es sitzt und hat Halt. So, was haben wir denn hier noch? Ja, innen drin können wir, glaube ich, die Aufkleber reintun. Da werde ich ja dann nichts verändern. Dann gehen wir nochmal zurück. Die Seite 5 und platzieren dann die Aufkleber. Dann haben wir hier, kann man jetzt schlecht sehen, hier eine große Fläche, da kommt der Aufkleber Nummer 17 rein. Was sehen wir hier alles bei 17? Nun, da sehen wir also das EKG-Gerät bzw. eben das Ablesen vom EKG. Hier habe ich Anschlussmöglichkeiten. Ja, und hier kann ich was eingeben. Aber mit dem amerikanischen eventuell die Telemetrie. Das heißt, ich kann praktisch ans Krankenhaus und einen Arzt direkt die Daten übertragen.
Ja, dann gucken wir mal. Geht wunderbar ab. Wir achten natürlich auf die Richtigkeit, wie wir die Aufkleber platzieren. Bitte so. So, Aufkleber ist drin. Alle anderen Aufkleber, so scheint es mir, kommen nach außen. Gut, dann habe ich hier noch den Aufkleber 21, der hier auf das Dokumentationsboard kommt. Das können wir eigentlich auch gleich machen. Immer schön schauen, dass keine Luft drunter ist. Vor allem die Ränder sauber kleben. Fertig. Gut, am Außenbereich der Ambulanz. Wir sind jetzt auf der Seite 7. Da gibt es also Haltegriffe. Ein Haltegriff kommt jetzt zum Beispiel hier hin. Das sind diese Teile. Und dann haben wir noch zwei Haltegriffe hier hinten am Heck des Fahrzeugs. Und das geht auch wieder mit ziemlich viel Kraft hinein. Also ein schwaches Kind bekommt es mit Sicherheit nicht alleine rein. So, dann haben wir hier hinten noch eine Anhängerkupplung. Und für das Tragengestell kommt praktisch jetzt der Untertisch hin. Ja, da wird dann die Trage hier drauf geschoben. Gut. Okay. Also, die Nut hier, die hat natürlich einen Anfang. Hier können wir was reinschieben. Hier ist dann zu Ende. Darauf achten, dass er das richtig rein tut. Ja. So, ich sage immer so, ist auch so eine Angewohnheit. Ja, die Haltegriffe haben wir. Dann kommen wir zur Seite Nummer 8. Seite 8, ah ja, jetzt kommt das Cache da rein. Das heißt, ich muss die AAA-Batterie reintun. Hat mir mal jemand Batterien, bitte? Danke. So, also so eine kleine, im Gegensatz zu denen, das hier sind AAA und das hier ist eine AA. Ach ja, so, ich sage schon wieder so. Gut, öffnen. Batterie einsetzen. Und wieder zuschrauben. Schauen wir mal, drücken wir gleich mal ein Knöpfchen. Ui, ui, das ist aber ein helles Licht. Und das zweite, wow. Und das tut sogar ein bisschen. Schon fast wie bei Raumschiff Enterprise. Gut, ausschalten. Und das kommt dann hier rein. Habe ich es wieder angemacht. Ne? So.
Gut, es kommt so hinein. Und hier hat es also so Riffelteile, dass ich dann bei einem Batteriewechsel wieder rausziehen kann. Ne? Ich sage jetzt nicht so. Was haben wir denn hier noch? Gar nichts. Dann gehen wir zur Seite 9. Ah ja, Seite 9. Dann haben wir hier noch diesen Staukasten an der Seite. Wir haben den sogenannten Kuhcatcher, Cowcatcher oder Bullengrill. Da kommen auch Aufkleber hin. Die können wir hinmachen. Und zwar hier diese zwei LED-Scheinwerfer. Die kommen also jetzt hier vorne rein. Kann man mit einer Pinzette abnehmen, aber sie gehen jetzt auch hier sehr leicht ab. Nicht zu viel auf den Finger kleben, weil Finger sind ja fetthaltig. Und dann kleben die schlechter. Auch wieder hier aufpassen. Schön andrücken, dass auch alle Ecken plan aufliegen, keine Luft drunter kommt, dann löst sich der Kleber wieder. So, der nächste. Ah, das ist aber nicht schön. Ah, die Zergötte von Biberach. Auch immer mit Profis arbeite. Ja, das wird jetzt hier irgendwie nichts. Tja, das sind so die sogenannten Vorführeffekte. So, also. Jetzt tun wir den sogenannten Bullengrill hier rein. Na, sitzt, passt und hat Luft. So, dann haben wir, ich sage immer so, das ist eine Katastrophe. Hier kommen auch Aufkleber hin. Und zwar hier auf diesen Staukasten, den man also hier drunten reinschiebt. In echt sind da also Werkzeuge, je nach Verwendungszweck der Ambulanz. Es gibt also in New York auch Spezialeinheiten im Rettungsdienst, die darauf geschult sind. Zum Beispiel, wenn also ein Einsatz ist mit gefährlichem Gefahrgut, dann sind die speziell geschult, die wissen, auf was es ankommt und haben auch entsprechende Schutzausrüstung und können so auch direkt zum Patienten vorgehen und die auch im Gefahrenbereich behandeln. Es gibt dann auch noch sogenannte technische Ambulanzen, die dann also bei größeren technischen Hilfeleistungen auch zum Einsatz kommen. Auch hier ist das Personal speziell geschult auf größere technische Rettungsaktionen und haben auch eine Spezialausrüstung im Fahrzeug dabei und die ist dann meistens hier verstaut. Das medizinische Equipment ist hier normalerweise und hier ist Sonderequipment verstaut. Also hier könnten wir zum Beispiel auch diese Leitkegel unterbringen. Ich weiß jetzt nicht, ob die hier reinpassen. Naja, so ganz knapp. Gut, dann haben wir die Aufkleber Nummer 10 und Nummer 11. Nummer 10, Nummer 11. Schauen wir mal, wer findet sie als erstes von euch? Noch wahrscheinlich vor mir. 10, 11, ah ja, hier. Riffelblech. Gut, nehmen wir die 10. Da ist auch ein bisschen Schmutz noch drauf. So. Das ist nicht ganz eben, sondern das ist leicht gewellt, dieses Teil. Vielleicht sieht man es hier besser. Ne? So. Auch hier dann ganz wichtig, den Aufkleber richtig schön anpressen, mehrmals rumfahren. Nummer 11.
sitzt auch, hat einen guten Halt. Wenn man rasant zur Einsatzstelle fährt, rutscht also keine von diesen Schubladen hier raus. Gut, die Hecktüren haben wir noch. 1 und 2. Das hier sind die Innenräume, also die Innenseiten, Außenseiten. Innenseiten sind gut an diesem Playmobil-Schriftzug zu erkennen. Die rechte Türe. Vielleicht stelle ich mich beim Türen einbauen auch ein bisschen arg blöd, aber ich weiß es nicht. Vielleicht hat ja jemand von euch einen richtig schönen Trick dabei, wie man die mit einem Mal reinkriegt. Also ich baue ja Playmobil seit 1974 zusammen. Gut, damals gab es nicht ganz so viel zum Zusammenbauen, aber es wurde ja dann auch mit der Zeit mehr. Aber vielleicht stelle ich mich jetzt auch im höheren Alter ein bisschen an wie ein Idiot. Ich möchte es halt auch nicht kaputt machen. Ja, so. Ja, das ist schon ganz gut. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir sind fertig mit der Seite Nummer 9. Gut, da kommen wieder Aufkleber drauf. Die mache ich jetzt nicht drauf. Das wäre jetzt Aufkleber an der Außenseite hier. Nämlich 1 und 2. Die lasse ich jetzt weg, weil ich das Fahrzeug ja verändere. Seite Nummer 10. 11, nichts, da sind Instruktionen drauf. Hinweis in allen Sprachen. Jetzt kommen wir zum Dachbereich hier vorne. Brauchen wir also dieses Bauteil und die Lichter. Gut, die Lichter tun wir immer wechselnd anbringen. Wir fangen also mit einem blauen Bauteil an. Schauen wir mal, wie wir das hier einsetzen müssen. Dann kommt ein rotes. Und wieder ein blaues. Und ein rotes. Gut. Tja, wie man leider schon an diesem Bauteil erkennen kann, die vorderen Lichter sind leider nicht beleuchtet. Ja, was soll ich dazu sagen? Einfach, ich bin ehrlich, ich bin enttäuscht. Schade. Also die vorderen Lichter, das ist eigentlich ein Unding, dass die nicht gehen. Die müssten auf jeden Fall gehen. Die sind wichtig und die gehören dazu und die hätte man jetzt vielleicht auch noch ansteuern können. Hier hätte auch eine Batterie Platz gehabt. Na gut. Dann bauen wir das Tragegestell auf. Ich muss das schön ein bisschen umdrehen, Leute. Okay. So, das sind die einklappbaren Fahrgestelle. Kommen Räder rein. Zeigen jetzt die Nasen nach außen oder nach innen. Nach außen. Dann das Kopfteil. Das hat jetzt verschiedene Raster, sodass man das Kopfteil
in unterschiedlichen Höhen positionieren kann. Ne? Flach, zum Beispiel bei Schocklage, dann müsste man die Beine noch hochstellen können, oder bei einem Herzinfarkt zur Herzentlastung. Damit weniger Blut ins Herz gelangt, tut man den Oberkörper hochlagern. Das macht man dann auch bei einer akuten Atemnot, zum Beispiel bei einem Asthmaanfall. Oder bei den Patienten jetzt, die Corona hatten oder haben, da auch oft unter Atemnot, also akuter, plötzlich auftretender Atemnot leiden. Dann haben wir den Gurt noch. Da haben wir ja hier, die kennt man ja schon von anderen Bausätzen, diese Noppen. Dann tut man hier eine rein. Die bleibt quasi immer fest und dann tut man, je nachdem, wie groß der Patient ist, wie dick, tut man dann das entsprechend hier anpassen. Ich mache es jetzt einfach mal irgendwo rein. Tja, das war die Seite Nummer 12. Dann schauen wir mal, was auf 13 ist. Das andere. So, das sind jetzt also diese durchsichtigen, kennt man ja schon zum Beispiel von Scooby-Doo. Da kommt dann, wo haben wir denn? Ach, hier. So, von diesem kleinen Aufkleber für die durchsichtigen Tafeln. Diese durchsichtigen Tafeln, so wie bei der Mystery Machine auch, die kann man jetzt also hier reinstecken, und da hat es ja eine Hintergrundbeleuchtung und das ist halt auch austauschbar jetzt. Ja. Ja, dann kann man das hier noch draufstecken, da kommt also noch der Infusionsständer hier. Hier eine Infusionsflasche und dann nehmen wir das durchsichtige Besteck noch mit dem blauen. Oh, das ist abgehauen. Ui, ui, ui. Ach, der Feuerlöscher, den können wir gleich hier innen drin anbringen. Der kommt wohl hier rein. Jetzt habe ich das Licht wieder angemacht. Schau mal. Ein komischer Platz für einen Feuerlöscher im Fahrzeug. Also normalerweise, die haben wir eigentlich innen drin eigentlich weniger was zu suchen. Weil die behindern hier eher. Da hat man wenigstens in einer Ecke und auf jeden Fall außerhalb griffbereit am Fahrzeug den Feuerlöscher zu verstauen. Hier stört er eigentlich bei der Notfallversorgung. Hier haben wir einen Klappsitz, der ist schon eingebaut gewesen. Der Feuerlöscher hier an der Stelle ist eher störend. Naja. Seite 14.
dieses Teil. Einen schwarzen Schlauch. Kommt diese Kugel des schwarzen Schlauches also hier in diese Öffnung rein. Und dann brauche ich das hier noch. Und da kommt der Aufkleber Nummer 22 hinein. Das ist also das EKG. Und man hat natürlich hier bei Playmobil das relativ einfach gehalten, um ein EKG von einem Körper ableiten zu können, brauche ich natürlich mehr als nur eine, so vermutlich soll es eine Elektrode sein. Da brauche ich also ein paar mehr. Ich möchte auch nicht ins Detail reingehen. Das ist ja jetzt auch nicht für die Laie so interessant. So, und das EKG wird also jetzt hier reingesteckt. Und ich hebe, na, das hier mal befestigen. Was haben wir hier noch? Ah ja, jetzt bekommen die Notfallkocher, bekommen ihre Aufkleber. Das ist also der Kopfverband, der ist natürlich fertig. Die Leitkegel oder Pylonen, die sind fertig. Hier haben wir einen. Doch, das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Gibt es wahrscheinlich schon länger. Ich habe jetzt schon länger keinen Krankenwagen, Rettungswagen oder so von Playmobil gekauft gehabt. Das ist der Beatmungsbeutel. Das Fahrrad kann man auch noch zusammenbauen. Oder das Bike. Ich habe den Lenker jetzt richtig zusammengebaut. Naja, kommt, dann kriegt der andere auch noch eine Uhr, die Kollegin hier. Braucht man im Rettungsdienst immer eine Uhr, nämlich zum Puls fühlen, brauche ich die Sekundenzeiger. Ja, Taschenlampe, Ambubeutel. Die Koffer dran. Normalen silbernen, relativ alten Koffer von Playmobil, denselben auch in weiß. Und dann ein etwas dickerer Koffer. Und die haben ja auch noch so schön das alte Brandstätter Logo drauf. Ganz am Anfang. Also der weiße Koffer, mit dem fangen wir mal an. Dann spielt es wohl keine Rolle. Ich weiß jetzt nicht, welcher Koffer da dicker ist. Naja, sehen wir ja dann. Also weiß bekommt die Nummer 23. Das ist eigentlich alles dasselbe Aufkleber. Wir bauen die Räder zusammen. Drei Stück habe ich schon mal vorbereitet. Darauf achten, dass das hier sauber drin liegt. So, das kurze Ende ist hier eingesteckt. Klack, klack. Dann noch die Radkappe hier drauf. So. Und dann einfach hier reinstecken. Mal gucken, ob es so einfach geht. Ui. Fliegt das hier raus.
händegängig. Wir kommen hier ins Dachteil, die Batterien rein. Wir öffnen die Klappe. Dreimal AA. Schließen die Klappe wieder. So, dann haben wir hier zwei Knöpfle. Okay Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Das Video kann auch gerne geteilt werden. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank für eure Geduld und euer Interesse. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Benjamin.